Mission 4000, zweiter Teil. Weiterhin will ich jetzt bis 4K mindestens ordentlich durchrushen. Im letzten Spiel mit Faceless Void fett abgeräumt. Jetzt ist Medusa mal dran. Ich überlege immer welchen, also es geht, ich werde halt einfach verschiedene Carries spielen. Jetzt 10-mal hintereinander gewinnen, erstmal mindestens ist der Plan. Und in dem Spiel weiß ich starke Initiation haben mit Tide, mit Storm Spirit und auch vielleicht eventuell mit Shadow Fiend dann kombiniert, brauche ich halt jemanden, der viel aushält. Das könnte halt auch ein Spectre sein natürlich, aber Medusa im Midgame ist das schon mal, hält erstmal ein bisschen mehr aus. Und deswegen nehme ich sie erstmal. Schauen wir, wie das restliche Team da zusammenpickt. Zack, zack, zack. Also in der Mitte haben wir Zeus, oben haben wir Silencer und Pudge. Interessant. Und dann haben wir vielleicht Lion, wie es aussieht, und mit mir in der Lane, was ganz vernünftig ist. Als Gegenspieler haben wir unten Nyx Assassin oder Tide. Ist ein bisschen seltsam. Sie haben, ja. Also im Moment gehe ich davon aus, Storm Spirit in der Mitte, Tide Hunter unten, oben farmt der Shadow Fiend mit Unterstützung von Nyx Assassin, und sie bräuchten eigentlich noch einen guten Support, der ihnen dann helfen kann. Zum Beispiel, weiß ich nicht, was wäre denn gut? Ein Witch Doctor würde, glaube ich, funktionieren. Es würde auch alles Mögliche funktionieren. Scarlet Mage funktioniert auch super. Sind zu zweit, das sollte eigentlich ganz gut gehen. Der Silencer, auch gegen Silencer ganz vernünftig. Auch mit Carapace, das ist gar nicht so schlecht alles. So, ich hole mir mal einmal einen Tango. Ich baue den Ring of Aquila als erstes. Ich nehme erstmal die beiden Sachen, weil ich die nicht im Sideshop kaufen kann und da hoffentlich hinkomme. Ruckel, ruckel. Dann hole ich mir im Sideshop als nächstes halt Slippers of Agility und Sage's Mask. Und dann brauche ich nur das Rezept aus der Base. Da brauche ich einen Kurier nicht so oft. Natürlich gewinnen wir. Ich will ja auch am Stück gewinnen. Dann kriege ich das auf jeden Fall mal zweistellig. Ich glaube, mein höchstes war bis jetzt 8. Meine richtigen Predictions. Und wenn ich das jetzt so... Meine Mission 4000! Das muss ich immer so sagen übrigens auch. Das kann ich nicht anders sagen. Mission 4000! Also wenn ich Mission 4000 weiterverfolge, wird das auf jeden Fall zweistellig. Oben gerade schon den Skyrath gesehen. Kriegen sie ihn unter Kontrolle. Na, der Nyx ist auch oben. It's time for Fantasy World Avatars to pretend to murder one another. Kann er in die Mitte gehen oder nach oben oder was auch immer. Na, komme ich noch zum Blocken? Na, wenn man so lange wartet an der Rune, dann nicht mehr. Kannst ein bisschen so blocken, dass, dass die anderen zwei da vorne schneller sterben. Und dann, dass danach wenigstens auch in Richtung kommt. So, der ist jetzt erstmal da den Ward aufstellen. So. Können wir gleich ein bisschen klein halten, dass er nicht so aggressiv ist und hier immer nach vorne kommt. So, und auch gleich. Okay, es fängt jetzt gerade nicht so gut an. Ah, fuck it. So.
Können wir schon mal ein bisschen auto-attacken. Sind ja doch relativ viele Creeps gerade. Kann ich hoffentlich gleich mal einen Side-Shop, kann mir dann nämlich die Sage-Mask holen. Sauber. Na, er sich ein bisschen verschätzt. Da sagt er, weil ich in den Secret Shop gehe, kann er mich da abfangen. Nicht mit mir, mein lieber Herr irgendwas. Gesangsverein. Ja, das ist aber ein guter Start für mich. Oben lief es ja anscheinend nicht so gut. Aber wenn ich mit der Medusa einen guten Start habe, gewinnen wir einfach mal Löckchen das Spiel. Auch ganz nett natürlich nebenbei, wenn wir den Titan da klein halten. Dann hat er nicht so viel... nicht zu früh Einfluss aufs Spiel, wollte ich gerade sagen. Das Problem ist natürlich, wenn der Shadowfiend dafür ausrastet, kann das auch wehtun. Ja, wenn ich bald meine Boots habe, sieht noch ein bisschen besser aus. Ich spare jetzt mal ein bisschen meinen Mana. Achso, ich habe doch den Kurier schon zu mir geschickt. Bremst doch mal immer sowas da nicht so aus. Hm, jetzt wird gerade ein bisschen gepusht. Kleines bisschen Bonus-Armor für den Creep. Ja, fast. Ein bisschen aufpassen. Der gute Lion da kriegt ein bisschen viel Schaden gerade. Ich gebe ihm mal gleich einen Tango von mir. Komm mal her. Bin nicht ganz sicher, ob er seinen Anchor Smash versteht, so wie er manchmal macht. So, ich gebe mir mal einen Tango. Den kann er ganz gut gebrauchen. Ein bisschen ungewöhnlich, wenn man als Carry den Support in Tango gibt, aber wenn er es halt so gut macht und dabei Schaden nimmt, dann soll er halt meine Tangos haben. Ja, ja, das macht er schon ganz schön. So, jetzt hole ich mir mal Boots. Boots habe ich ja schon. Die Bestandteile für Face Boots. Kann ich mal den Ring of Aquila wieder ausmachen. Ja, der Tidehunter kommt hier nicht weit. Ich habe echt das Gefühl, der versteht seinen Helden nicht. Der spielt ein bisschen, oder der spielt einfach ein bisschen scheiße. Gibt's natürlich auch. Ne? Will man ja nicht ausschließen. Wir liegen trotzdem 3-2 hinten. Wir haben unten zwei Kills gemacht, aber oben läuft es halt ganz schön schief. Baut keine Hand of Midas. Also es ist dann nicht so, dass er dann total snowballt. Auch noch mit der Hand of Midas und den Early Kills. Schauen wir mal. Braucht ihr gar nicht so nah nach vorne kommen. The Depp. Okay, ich hätte es natürlich vorher gewusst. Mit dem Zeus-Ulti hätte ich noch eine Schlange hinterher geschickt. Dann wäre nämlich wieder tot gewesen. Immerhin. Nice. Illusion.
Der ist immer noch da. Na, war nicht mehr nah genug. Fuck. Aber es geht schon einigermaßen. Ne. Ich hätte mir nach vorne trauen sollen, Lion. Das haben wir schon hingekriegt, den da zu killen. Easy sogar. Stun ihn doch! Lion? Lion? Hätte ich einfach mal stunnen sollen. Naja, never mind. Wurscht. Naja, schick ihn mal gleich wieder zurück. Unten ein bisschen am Tower. Na, ja, ganz ordentlich Schaden schon am Tower. Was geht denn da oben? Alter! Ich hätte mal meinen Ring of Akita schon viel früher anmachen sollen. Na, endlich mal ein Kill da oben. Na? Sauber. If enemies attacking your top tower is what you desire, Radiant having unfortified structures is now a thing of the past. Na, kriegen wir den Turm da unten noch? Ein Tier 2 wäre schon mächtig. Ich glaube aber langsam kommen sie mal hier, kommen mal mehr Leute nach unten. Zum Beispiel er noch. Dann gehe ich halt mal. So, ich baue mal weiter an meinem Linkens. Ich habe, glaube ich, gerade 2 Minuten nichts gesagt, kann das sein? War ein bisschen konzentriert. Möglicherweise habe ich überhaupt nichts mehr gesagt. So, die Rune gönne ich mir hier mal auch. Ups, muss ein bisschen aufpassen. Mit dem Kurier bin ich manchmal etwas unvorsichtig. Sauber. Ja, zum Glück kann ich ein bisschen dagegen halten. Gegen den Scheiß, der auf anderen Lanes passiert. So. Your bottom tower is learning to accept its own inevitable death. Not yet. Na, ganz noch nicht.
So, ich push mal weiter hier unten, in der Mitte. Und nicht nach unten. Wenn der Anti-Mage, wenn der Skywolf-Mage immer noch rumhängt, kriege ich den schon klein. Sauber. Na, kam ich mal gerade rechtzeitig. Naja, aber ich würde sagen, wenn es mit der Medusa bei 12 Minuten 5:01 habe, dann sollte ich das Spiel mal nicht mehr verlieren. Was geht denn da in der Mitte? Wir möchten unseren Tower kaputt machen, die Sau. So, mindestens ein Town Portal mal. Gibt noch ein bisschen 8 da oben. Das sind 4 Stück da oben. Ich hole mal noch ein zweites Town Portal und gehe nach unten zum Farmen. Ich gebe mal noch eine Snake mit. Ja, komm du mal. Versuchst du mal. Ich bleibe vielleicht doch sogar noch ein bisschen länger hier. Es sind 3 oder 4 Stück hier oben. Zack, wieder vor das Mana. Sauber. Na, den Titan haben wir jetzt auch. Ich will hier weg. Ah, okay, jetzt hat sie mich doch mal erwischt. Kommt. Den kriegt ihr. Sehr schön. Na, den Shadow Fiend und der Storm. Beide noch für mich gestorben. Sau. Ah, beide noch für mich gestorben. Das ist ganz okay. Auch wenn ich natürlich lieber nicht gestorben wäre. Wie viel haben sie denn für mich gekriegt? 539. Säcke. So, jetzt holt euch den Tower da. Ich porte mal gleich in die Mitte. Und push da den Tower. Komm, schneller, schneller. Auch nicht viel HP, der Tower. Na, jetzt drehen wir langsam den Spieß hier mal um. Sehr angenehm. Ich hole mal den Mid-Tower einfach. Und der Patch muss jetzt die ganze Zeit den Line reinreiben, dass er ein super Patch ist. Leider noch Cooldown auf meinem Town Portal, deswegen kann ich gerade nicht nach unten. Obwohl ich gern würde. Na, jetzt haben wir schon die ersten Tier 2 Tower ordentlich angefressen. Der ist halt schon fast kaputt. Der hat den ersten Schaden bekommen. Na, der ist noch voll. Ah, wir können es ruhig in der Mitte mal versuchen. Ich habe jetzt fast mein Linkens. Der arme Tide. Das war ein bisschen bitter gerade. Na. Ich habe zweimal drauf geschossen und den Last Hit hat dann der Silencer gemacht, weil er es auch nicht gemerkt hat. War zu spät.
Gut, dass es für mich unten so lief. Nachdem es halt oben so scheiße lief. Und der Shadowfiend so einen krassen Start hatte. Habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Das hat noch gut rumgedreht. Komm, den Tower holen wir uns noch. Na, leider nicht mehr ganz angekommen. Bei ihm. So, zwei Town Portal einsacken. Na, jetzt geht er weg. Naja, wurscht. Dann pushe ich einfach. Alter, kriegen die jetzt auf die Fresse. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass der Anfang so schlecht lief für unser Team. Dass sie da First Blood weggegeben haben und ständig gestorben sind. Nachdem es jetzt halt, die halt volle Kanne zerlegt werden. Schon ein bisschen bitter. So, unten den Tier 2 können sie sich ja mal holen. Ich glaube, ich push. Ich werde jetzt mal ein bisschen tanken. Genau, so reicht. Ich wollte nur, dass das Katapult nicht stirbt. Sie ist allein die Einstellung anscheinend. Und der Name Mission 4000 macht es anscheinend schon aus. Wer will sich schon gegen Mission 4000 stellen? Keiner anscheinend. Sind alle sofort dabei bei Mission 4000. Nein, stopp. Ich will Yasha schon ganz gern noch eben mitnehmen. So, jetzt. Ach, dieses Rumgeheule immer, wenn es mal läuft. So, danach gibt es Mission 5000. Kündige ich jetzt schon mal an. Wenn Mission 4000 schon so gut läuft. Mann, ist das ein Rape jetzt. The enemy's middle tower is fallen. Ja, Mission 4000 ist fast falsch ausgesprochen. Mission 4000 ist auf einem guten Weg. Das zweite Spiel. Und das läuft wie geschmiert. Außer, dass wieder jemand den Kurier abgestellt hat. Lass einfach so beenden. Können direkt Throne gehen. Na, der Lion ist ja nicht mal gestorben. Super. Hallo, jetzt gib mir doch mal mein blödes Yasha.
Hauptsache das Effigy zerstören, das ist das Wichtigste. Das hat Prio. Scheiß auf die Türme. So, soll ich bald Manta? Kann man noch besser pushen? Was machen die denn da? So, Manta. Ah, hat's gereicht. So, können wir jetzt mal den scheiß Turm wegmachen, dann schießt er auch nicht mehr auf uns. Ständig. Ah! Ah, ich habe noch meinen Manta gekriegt. Dann kann er auch ruhig der Kurier sterben. Wenn ich einen Manta kriege, ist alles okay. About senselessly destroying their own middle tower. So, keine Zeit für Quatsch hier. Mission 4000. Fast wieder falsch ausgesprochen. Mission 4000 muss weitergehen. Sauber! Mission 4000! Zweiter Teil erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt kommt Mission 4000, dritter Teil. So. Und ich muss alle hintereinander gewinnen. Das ist der Plan. Kein einziges Spiel verlieren. Und das hat bei Mission 4000 bisher mit zwei Spielen gut geklappt.